Machen wir mit dem Keeper jetzt endlich mal alles zu Ende. Fuck out of fuck. Was? Komm schon. Nein. Was ich nehmen würde, wäre Death's Touch zum Anfang. Nehmen wir Death's Touch. Nope. Das ist kein Ziel, Rainmaker. Das möchte ich auf einmal haben. Hab ich nicht schon mal gesagt, ich hätte gerne mal Eipelkeck mit Keeper? Hab ich das nicht schon mal zufällig erwähnt? Jetzt ist hier nämlich gleich, Achtung, Calling. Das soll auch Penny drin. Nicht? Swallow Penny. Echt nicht? Was? Ich hab's oft genug erwähnt. Ich will endlich mal mit Keeper Eipelkeck. Und dann reden wir weiter. Ich muss aber zugeben, es dauert ganz schön lange zum Schießen. Jetzt noch Swallow Penny, Mann. Jetzt noch Swallow Penny, Mann. Kann ich mit leben? Ja, Impuls. Dann schlaf gut. Ich mach das schon. Du wirst einschlafen, keine Sorge. Tears up. Ist theoretisch gar nicht so schlecht. Kann ich nämlich öfter schießen. Jetzt muss ich nur das Ding konzentriert spielen. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Oh, Tears Up merke ich gar nicht. Ich habe gerade irgendwie öfter gedrückt. Nee, merke ich gar nicht. Tears Up merke ich total null. Swallow Penny, Piggy Bank im Shop. Irgendwie sowas in der Art. Und ich werde ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Und ich werde ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Erst mal ein bisschen die Steinchen wegmachen. Kusi bringt mir halt zum Beispiel mit ihm gar nichts. Ich will tatsächlich in den Shop gucken. Weil mir der Shop theoretisch genau das Item bringen kann, was ich brauche. Oder natürlich, wir gucken, um zum Beispiel hier doch noch einen Swallow Penny rauszukriegen. Das ist ein bisschen unnötig. Drei Gratis-Coins nehme ich mit. Ich glaube, die Nonnenhaube ist gar nicht so übel. Nonnenhaube würde nämlich bedeuten, ich kann, wenn ich in den Raum gekommen bin und getroffen wurde, nochmal den Wundnickel spawnen. Also zünden. Das wäre ganz gut. Weil es von der Frau zu hören, gegen den Strich zu rasieren. Also da stellen sich mir ja jegliche Nackenhaare auf.
Also wirklich. Das Glas, das Glas mit den Fliegen war auch sehr verlockend, muss ich zugeben. Aber nachdem ich dann natürlich die Nonnenhaube gesehen habe, ganz klar fiel die Entscheidung auf die Nonnenhaube. Was haben wir hier? Autobatterie ist auch nicht schlecht. Ebenso natürlich das Auswahl-Item, Ders Options. Und ich bete einfach mal, dass ich Ders Options mir auch so noch kaufen kann, weil ich kann ja jederzeit den Nickel drücken. So, bevor hier Unsinn gemacht wird, erstmal ganz in Ruhe. Ich sag's euch, das wird jetzt ein ultra gechillter Run. Und dann kann das laufen. Kann. Hypercack ist halt immer das Problem, dass du das sehr schnell tot sein kannst. Zum Beispiel bei solchen Räumen. Zum Beispiel. So, da ist ein HP ab. Vielleicht ist da ein gutes. Naja, es ist gratis. Ich kann es nehmen. Nicht, dass es mir irgendwas helfen würde, aber ich. Dann kann ich aber Mega-Satan nicht machen. Ehrlich gesagt würde ich Mega-Satan fast versuchen wollen. Scheiß drauf, ich würde gerne Mega-Satter versuchen wollen, denn das, was ich gerade habe, ist nicht schlecht dafür. Genau, wir brauchen im Shop Piggy Bank und den Swallow Pally müssen wir noch finden. Das wäre bein... Ah! Swallow Penny! There we go. Swallow Penny ist somit confirmed. Jetzt müssen wir nur noch Piggy Bank in einem der Shops finden. Ja, Lost Protector ist nicht so geil, aber ist egal. Da ist doch schon mal das, was ich brauchte. Der Swallow Penny ist nämlich mit Hypercack eine gute Kombo. Der Penny bringt, dass ich eine prozentuelle Chance habe. Oh, Nonnenhaube. Nee, Autobatterie, sorry, Autobatterie. Ah, ich habe das Option jetzt gar nicht gekauft, ne? Na, ist egal. Die Autobatterie sorgt dafür, dass ich tatsächlich zweimal, also das, wenn der Coin droppt, das war das Wallop Penny, wenn der Coin droppt, dann droppt er zweimal. Oder ist es so, dass ich jetzt einfach nur eine doppelte Chance drauf habe? Ich weiß es nicht genau. We need to go deeper. Nein. Müssen wir tatsächlich nicht. So, da war natürlich das Blackheart. Jetzt könnten wir natürlich versuchen, eine Magic Mushroom oder sowas zu finden. Wobei, Mini-Mush wäre mir viel lieber. Drei Reinhards. So, hat er gelebt. Der Hit war doof, weil wir sind... Ne, es ist okay. Also, ja, das meinte ich doch. Ich habe die doppelte Chance auf Pennies, aber ich dachte gerade, dadurch, dass es doppelt getriggert wird,
habe ich die Möglichkeit, dass selbst wenn es beim ersten Mal nicht getriggert wird, durch den zweiten Trigger eventuell doch der Penny kommen könnte. Das war gerade meine Überlegung. Oh oh. Das ist Virgo, ne? Das macht mich nicht ganz so glücklich, aber jetzt kommt Piggy Bank, wollte ich sagen. Nope. No Piggy Bank today. Wir können aber weiter. Hey! Enemy Unknown haben wir vorhin verraffelt, haben wir vorhin verschenkt. Also ist meine Überlegung richtig. Ja, siehst du, was ich sagen wollte. So wird hier gesnackt. Du darfst snacken. Jetzt Devil Deal zu kriegen, Angel Deal zu kriegen, wird halt relativ schwierig. Weil ich absolut keine Fehler machen darf. Glaub mir, das ist sehr gut, wenn ich das schaffe. Oh, alle down? So, und jetzt... Jawohl, da ist der Effekt der Autobatterie. Und jetzt ein Angel Deal. Nein? Was? Doch gar keinen Hit kassiert, oder? Komm, jetzt muss der... das ist die Kombo, mit der ich Mega Satan mit Keeper machen kann. Das ist sie. Das ist es. Ipe fucking Keck. Oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Nice. So, jetzt alles, was defensiv ist, ist geil. Stopp. Taurus mag ich nicht. Sorry, ich bin ein absoluter Anti-Taurus-Fan. Ich mag das Item überhaupt nicht. Und damit kann ich leider auch absolut gar nichts anfangen. Zahl mal ein. Ist das göttlich? Wer auch immer das ist. Siam Sohan. Sauern. Sei hier am Sauern. Er war noch nie Subscriber auf diesem Channel. Und denkt sich heute um 3:30 Uhr morgens. Bam. Der hat damit nichts zu tun. Denkt sich, geiler Typ. Ich denke mir, noch geilerer Typ. Der geht jetzt direkt ins Bett. Schade drum, aber danke für deinen Sub, Mann. Und ich hoffe, ich sehe dich die nächsten Tage wieder. Muss ja. Also, ich hoffe. Oh! Oh, wisst ihr, was daran sehr geil ist? Ich kann die ganzen Scheißkisten raussprengen. Okay. Halt! Ach, fuck, die war schon richtig. War klar. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Sub, Mansch. Vielen Dank. Man, ist ja nur Kacke, die wir schon hatten. Stopp!
Bedeutet das nicht, dass ich jetzt mit jedem... Naja, ich mache mit Alpekrieg doch eh schon Giftschaden. Ist eigentlich wurscht, oder? Vielen Dank, Mann. Bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Schlaf gut. Oh oh. Uiu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 
Ich glaube, gestern noch diese Destruction, ne? Heute das Sub. Dankeschön, Mann. Vielen lieben Dank. Ihr seid der Hammer. Ihr seid der Hammer. Noch 5 Subs, dann kann ich endlich die neuen Emotes machen. Oder frische Emotes. Ist ja nicht so, als wären wir schon mal bei über 300 Subs gewesen, aber Mensch, Leute, geil. Es geht aber auch vorwärts. Es geht aber auch einfach vorwärts, wenn ich mir bedenke. Okay, Brownie ist exakt der Boss, den ich nicht wollte. Was wir im Moment auch an Streams raushauen. Da passt das wunderbar ins Bild. Danke. Sogar die Kit ist heute hier, wo ich Isaac spiele. Besser kann mein Abend nicht werden. Und jetzt kommt Krampus. Nein? Wollte ich nicht eigentlich Angel Deals? WTF, wollte ich nicht eigentlich Angel Deals? Ist klar, Alter, ist klar. Nichts. Null, gib mir Angel Deals. Arschloch. So, wie sieht das aus? Wir waren im Itemraum, wir waren aber noch nicht im Shop, ne? Dann gucken wir mal noch kurz in den Shop rein. Weil ich gerade merke, das war vielleicht nicht die cleverste Idee. Aber nur vielleicht. Aber Brownie ist einfach nur ein richtiger ätzender Gegner. Vor allem mit IP-Cake. Sorry, aber... Boah. Meerschema will auch dieses Tages haben. Meerschema ist auch richtig lange dabei. Das wär auch so ein Sub, das wäre geil, Alter. In dem Shop ist leider, also was heißt leider, versteht mich nicht falsch, die Red Candle wäre der absolute Übershit, aber wir behalten mal lieber den Coin. Ich brauche immer noch Dry Baby. Alles, was irgendwie Verteidigung ist, ist super. Ausgetrickst. Und los geht's, Leute. Los geht's. Ich weiß, es ist nicht, was möglich ist, aber es ist alles möglich. Ach, Kid, du weißt genau, warum ich das gesagt habe. Aber ich weiß das doch. Und ich freue mich immer, wenn ich dich doch ab und an noch erblicken darf. So, Resistance und Jerry. Ich würde durchaus schon gerne noch ein bisschen schneller Hypercake schießen dürfen. Ich glaube, das meckern auf hohem Niveau. Mir gefällt das schon ganz gut, was wir da haben. Ah, der Impuls wollte nicht schlafen. Warte mal kurz. Fällt mir auch noch zum Wort, lieber Wolf. Ich folge dich auch schon seit... Was? Die Tage noch... Alter. Du sollst wirklich schlafen. Was? Ich folge die Tage auch noch? Ahaha. Denn ich kenne bzw. alle deine einzigen Folgen. Niemand spielt dieses Spiel so wie du. Okay. Danke, Puls. Ich warte drauf. Und ich freue mich drauf. War gerade richtig schwer zu entschlüsseln. Ach, da hat doch gerade das Gift gekillt. Naja, was heißt die Frage, was ist mit Kobalt? Er hat gesagt, niemand spielt dieses Spiel so wie ich. Und ich bin mir sicher, dass es nicht so einer spielt wie ich. Das heißt ja nicht, dass es nicht besser geht, um Gottes Willen, klar. Dafür bin ich auch weit über dem Zenit geschritten, als ich mich entschlossen habe, Isaac nicht als mein Lebensunterhalt zu machen, aber so wie ich, da bin ich mir tatsächlich auch ziemlich sicher, macht das kaum ein Zweiter. Wenn nicht sogar kein Zweiter. Oh, was ist hier los? Um die Uhrzeit, der Angelo Merte, da hat das doch gesagt und er macht das. Ah, ihr haltet alle euer Wort, ist das geil. Wenn ihr euer Wort haltet, habt ihr Balls of Steel. Für bald. Bist ihr los? Sogar die Kari guckt noch vorbei, ist ja Wahnsinn. Dankeschön, lieber Angelo. Vielen Dank.
Und jetzt kriegen wir noch eine Fliege. Okay. Wir müssen wohl hin. Hä, warum muss ich den Run noch, den Raum nochmal machen? Habe ich irgendeine Kleinigkeit übersehen gehabt? Das ist ja Quatsch. Wahrscheinlich war irgendwo eine kleine Fliege, die gespawnt ist. Oder keine Ahnung. Oh, das war schön gemacht. Ey, Leute, 98%. Das ist ja der Hammer. Dankeschön. Und das um diese Uhrzeiten. Das ist halt echt mega geil, Mann. Da zeigt ihr mal wieder, warum ich der Honor-Longstreamer bin überhaupt. Okay, Item verduplizieren. Das ist natürlich in Necropolis 2 leider ziemlicher Unsinn. Weshalb ich das kaufe, auch wenn mir das theoretisch nicht mehr viel bringt. So ein Item, das du einfach hast. Darauf konzentrierst du dich nicht. Wir spielen jetzt... Oh, oh. Oh, oh. Yes. Okay. Purity ist, sind extra Fliegen. Resistance, Jera, nochmal Fliegen. Nochmal Spinnen und Fliegen. Nochmal Spinnen und Fliegen. Jera und Algus. Algus kann ich nicht machen, weil wir Jera gerne mitnehmen würden. Wobei ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob das Sinn macht. Oh, FIFA Striker, du wirst lachen. Du setzt einen Kappa dahinter, aber ich glaube, die gibt's wirklich. Und Kit, die Frage beantworte ich dir folgendermaßen. Achtung, warte. So, Frage beantwortet. Da wir Richtung Lamp gehen, nehme ich tatsächlich Resistance mit. Warum ist er down? WTF, was ist passiert? What the fuck ist gerade passiert? WTF, warum war Mom so schnell down? Holy crap, wie viel Schaden machen denn die Fliegen bitte? Wow. Wow. Holy. Holy. Ja, natürlich in Gustl, was denn sonst? Was ist, bitte. Okay, das war gerade ziemlich krass, muss ich zugeben. Wenn es weiterhin gut läuft, können wir mit Hypergag es schaffen. Leider kriegen wir gefühlt ist das schon wieder so ein Run, wo ich 100.000 Mal auf Devil Deeds verzichte und trotzdem kein Angel Deed kriege. Was? Der Hyuga ist zurück. Der war schon was ab. Und jetzt ist er zurück. Das ist ja Weltklasse. Danke, Mann, Hyuga. Schön, dass du wieder da bist. Das ist halt so eine Sache. Wir kriegen einfach keine Angel Deals, obwohl wir zu jedem Devil Deal Nein sagen. Und das kotzt mich halt hart an in diesem Spiel. Wo wir über das Thema geredet hatten, dass er Goathead haben sollte, der Keeper. Damit gerade, wenn du zu den ganzen Devil-Deals Nein sagst, trotzdem wenigstens belohnt wirst mit diesen Angel-Deals. Und das ist einfach hart zum Kotzen. Ich bin wahnsinnig langsam, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich kann gefühlt nicht ausweichen. Irgendwer lebt noch, oder? Du hinderst mich am Schlafen gehen, das finde ich nicht nett von dir. Also das von mir zu behaupten als Online-Longstreamer ist halt schon auch echt ein bisschen frech. Du hast dich entschieden, einem Channel zu subscriben, der als Emote All Night Long besitzt. Da kann ich nichts für! Ich finde, ich bin nett. Stell dir vor, es gibt auch irgendwo auf der Welt Leute, die sind gerade auf Nachtschicht und haben
nichts Besseres zu tun, als meine Streams zu gucken. Was ist jetzt los? Ich dachte, der Impuls kann jetzt nicht. Mit der F. Was ist denn jetzt los, Leute? 99%. Seht ihr das richtig, dass nur noch ein Sub fehlt, dass ich wieder 250 habe? Ist das wahr? Warum gucken eigentlich über 300 Leute um 4 Uhr morgens zu? Wie geil seid ihr denn? Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Holy, ist es geil. Dankeschön. Dankeschön. Nein. Oh, die Anzeige ist leider... Leider während des Streams, das ist interessant im Übrigen, während des Streams ist ein Sub ausgelaufen. Es fehlen noch 2 Subs. Mann, was ein Ärgernis. Pass auf, ich weiß nicht, ob ich das on-air ändern kann. Dann müsste ich, glaube ich, das drücken, dann auf 248 erhöhen. Und wenn mich dann nicht alles täuscht, kann ich das, wenn ich das ändere, wieder richtig machen. Ist das korrekt? Ja, tatsächlich. Mensch, ich war auf der Twitch-Frontpage. Ja, da bin ich aber immer. Das ist leider kein Argument. Aber wer mich vielleicht noch nicht kannte und über die Twitch-Frontpage herkommt, seid herzlich willkommen. Wir sind ein Isaac-Streamer. Schrägstrich. Wir spielen alles, worauf wir Bock haben. Und wenn man in meinen Highlights auf meinem Kanal guckt, also da, wo quasi ihr auf mein Profil klickt und man da unter Highlights guckt, dann sieht man, was ich noch alles mache. Und das ist verdammt eine Menge. Muss, glaub mal gucken. Pass auf, ich muss mal kurz nachgucken. Und zwar habe ich... Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich habe seit über 2 Wochen ohne Unterbrechung gestreamt. Das ist krass. Also ohne einen Tag Pause. Das ist krass. Pass auf. Clone Manager Deluxe. Eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, das mache ich als Subscriber-Ziel. Das wollen so viele Leute. Fuck it. Dann mache ich das als Subscriber-Ziel. Ganz einfach. Ich überlege mir das. Ich hab keinen Bock auf eine vierte Staffel, ne? Aber wenn so viele Hardcore Bock drauf haben, dann überlege ich mir das. Okay, da kommen noch ein paar Hände. Jetzt wird der Impuls wach bleiben. Na, das tut mir jetzt aber leid. Mann. Du sollst doch schlafen, Junge. Aber das Schlimme ist, der Run ist halt echt gut. Ah, warum gehe ich denn dahin? Ich kann doch einfach den Boss machen, um Gottes Willen. Sind wir schon beim... Nee, sind wir noch nicht mal. Wir sind noch nicht mal bei Deadlifts. Daddy! Oh oh. Lauf, lauf, lauf. Oh. Nein. Wollte gerade schon sagen, Daddy ist ein richtiger Kackgegner, aber ich bin sehr langsam. Hematemesis. Toll. Are you awake? Tears. Ich bin nämlich sehr langsam. Und das ist schlecht. Kurze Pause, bin sofort wieder da. Thank you.
So. Ob wir das hinkriegen, keine Ahnung. Es ist halt ein fucking Keeper Run. Nice. Ah. Okay. Guten Morgen, Dragonier. Ja, ich muss wohl durch den großen Raum. Oh shit. Oh shit, eine Champions-Version, davon gefällt mir gar nicht. Sag mal, wie krass der Schaden der Fliegen ist. Weil halt Eipekeck, ne? Der ist richtig krass, der Schaden. Oh. Und ich... Yo, nice gemacht. Richtig, die Zeit der 40 werden noch geknackt. Mann, Yuga, danke schön. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Einfach nur, damit wir endlich wieder frische Emotes haben. Weil das ist halt leider das Problem, ne? Ich habe mit 250 Subscribern habe ich 8 Emotes, aber unter 250 Subscribern habe ich nur 6 Emotes. Und ich darf die halt nicht ändern. Weil wenn ich sie ändern möchte, dann haben wir nur noch 6 und das ist ja Quatsch. 2 möchte ich auf jeden Fall ändern. Mein Freund schläft trotz Wolfsgeschrei. Hier sehen wir euch weiter. Ist über Boxen oder was? Oh shit! Das ist ein richtiger Kackraum. Oh Gott sei Dank. Ich glaube, da hat gerade eine Fliege was gerettet, ey. Sabi, 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 du machst Sachen, ey. Naja, aber wer Gartenzwerge vergewaltigt, der muss auch echt ruhig schlafen können in seinem Leben. Nice, ist down. Oh, das wäre so ein Dream come true, wenn das jetzt klappen würde, Mann. Wird nur noch Megasatan fehlen. Und den können wir halt einfach nicht mehr machen, selbst wenn ich wollte. Warte mal, das mache ich mit der Fliege. Warte, warte, warte. Okay, es geht auf jeden Fall oben lang. Ich muss die ganze Womb 2 clearen. Ich habe ein bisschen Respekt vor It Lives. Definitiv. Ja, habe ich. Oh Gott, mich überboxen, ey. Das ist ja... So, ne? Das ist ja eklig. Oh, vor Eclipse habe ich jetzt echt noch Respekt. Ich weiß nicht. Die Elgas will ich nicht verwenden, aber wenn es sein muss am Ende. Problem ist halt, ich schieße halt recht langsam. Oh, da war definitiv eine Fliege. Oh, verlangsamt macht es wieder unnötig schwer. Wer verlangsamt denn hier? Ach, die scheiß Lampe. Die scheiß Lampe macht Slow-Effekt. Okay, wuh! Wir haben es geschafft. It Lives is down. Los geht's. Aber ich fahre aber Hitman jetzt ein Bild. Hitman steht auf meiner Must-Do-List, ja. Wird aber in absehbarer Zeit nicht passieren. Nee, Sabi, lieber nicht. Das Einzige, was mir in diesem Run wirklich Sorgen macht, ist meine Geschwindigkeit. Tatsächlich. Man glaubt sowas kaum. Aber die Geschwindigkeit in einem Run macht... Es gibt nicht umsonst Speed-Ups. Die machen mir... Das macht mir Sorgen. Puh.
Da hatte der Swallow Penny aber gerade richtig Interesse. Gibt's nicht umsonst. Gibt's nicht umsonst. Ich bin sehr langsam. Was? Okay, puh. Das hätte schlimmer kommen können. Kid, ja, tut's. Ja. Nein! Nein! Tu es! Oh Gott, nein, nein, nein! Nicht! Nein! Echt die fucking Geister. Scheiß auf gestorben sein, der Golo haut einen Sub raus, Mann. Und, okay, und der Striker auch. Scheiß auf Rack the Pepperoni, scheiß auf Rest in Peace, scheiß auf alles. Zweimal gesubbt, Striker und der Golo. I don't care about dying.